Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier eine Kategorie Diverses hier, den Bucher TRL 2600 euch heute hier vorstellen. Finde ich echt ein echt cooles Stück, ja, weil ich finde, die sind irgendwie was Besonderes. Die sehen nicht aus wie von der Stange. Also, kostet hier 27.500 Euro das gute Stück und Miete haben wir hier 1.402. Wir haben hier eine Leistung von 22 PS, entsprechend hier 16 kW. Manuelle Schaltung, 110 Liter Tank ist ein bisschen viel für den. Ich würde mal sagen 50, vielleicht 60 Liter werden wir nochmal haben. Dann sind 20 km/h. Wir haben hier eine Ladekapazität von 11,2 Kubik und ein Eigengewicht hier von 2,5 Tonnen. 8 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit drauf. Wir haben den Reifen drauf, den TM800 und T510. Ja, jetzt können wir uns hier hinzufügen, hier rundum leuchten. Dann haben wir Kennzeichen, können wir das nach unten legen oder natürlich hier wieder nach oben. Dann haben wir ja drin hier dieses Blatt, das können wir hier auch entfernen oder wieder hinzufügen. Dann für Leute, die was es brauchen, hier ein Selassier-Tank, mit dem, wo du das Mittel einfüllen kannst. Dann haben wir jetzt hier die Reifen Standard. Dann können wir hier vorne noch Zwillingsreifungen hinzufügen, wegen einem alpinen Gelände natürlich, oder wieder entfernen. Felgenfarbe haben wir hier in Gelb, dann hier in Grau, Weiß oder in Dunkelgrau können wir uns das Ganze natürlich wählen. Ich habe das Ganze schon mal gekauft. Einmal jetzt hier, wie wir den sehen, so her. Und dann habe ich ihn hier vorne einmal hingestellt. Schon mal beladen natürlich für euch. Und den kompletten, also Verschleiß und die Verschmutzung hier hinzugefügt. Also es ist das Äußerste, was natürlich hier geht. Also das kann man sehr jedenfalls so machen. Wir werden jetzt hier das gute Stück nehmen. So, sind wir jetzt mal innen drin. Oh, starten wir mal hier die Maschine. Da haben wir jetzt, wenn wir hier drauf achten, ist der Schlüssel animiert. Wir schalten nochmal aus. Sehen wir hier, der Schlüssel hat sich gedreht. Starten mal wieder. Kontrolllampe geht an. Schlüssel geht wieder zurück. So. Pedal, da sind wir hier leider nicht. Die ganze Stange hier bewegt sich ein bisschen unrund durch den Boden, aber das sieht man nur, wenn man genau hinschaut. So, jetzt werden wir natürlich hier erstmal hier den Attacher vorne mal testen. Ich habe die Rundumleuchte vergessen. Ja, wenn wir uns gleich noch nachträglich hinzufügen, sind wir hier Attacher funktioniert. Haben wir hinten auch einen? Nein. So. Wir werden nochmal rauffahren. Also wenn mal die Hupe schon mal funktioniert. Wir gehen mal kurz mal zu unserem Schlüssel. Ja, wir wollen hier was noch machen dran. Wir wollen ja hier die Rundumleuchten hinzugefügt haben. Ach, wir fahren ja ins alpine Gelände, haben wir ja gesagt. Dann tun wir uns ja auch noch vorne die Reifen noch hinzufügen. So. So, wo ist denn jetzt der? Ah, da vorne steht er. Also, wir starten das gute Stück. Dadurch, dass wir das ja mal uns natürlich testen möchten. Dann sehen wir, Bremslicht haben wir jetzt keines. Ah doch, jetzt funktioniert es. Davor hat es nicht funktioniert, komischerweise. Brauchen wohl ein bisschen länger. Blinker, wie wir mal sehen. Dann hier unser Arbeitsleuchten. Dann hier hinten unser Arbeitsleuchten mit Numbit 5. Numbit 6 vorne. Ja, bei denen ist es ein bisschen gedreht. Jetzt ist normal Licht.
Dann hier mit die Arbeitsleuchten natürlich. In Ansicht. Linke Kontrolllampe haben wir keine. Aber hier Instrumente, wie man sehen, hier leuchten. Sind wir schon mal am Abend wieder, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben hier hinten unsere Wiese. Da fahren wir auch gleich hin. Also 18 km/h sind hier möglich. Da sehen wir ja natürlich hier, die Spiegel hier sind vorhanden mit Funktion. So, da senken wir uns ein Pickup schon mal. Können wir hier nochmal zurücksetzen. So. Jetzt sind wir hier Reifenspuren. Macht er. Da können wir uns jetzt gleich auch anschauen, wie das ist hier mit den Entladen. Also das haut da immer noch so raus wie beim letzten Mal. Diese Animation von den Häcksler da, was wir da haben, den Hänger. Aber ich finde soweit, dass er es wirklich cool gemacht. Cooler Alpiner. Ja, ich würde mich dann freuen, wenn es von denen natürlich dann was geben würde, wo man sagt, man kann ja die Aufbauten abmachen und anderes rauf tun. Wäre echt der Hammer. So, schalten wir mal kurz aus. Er läuft nach. Schrift her sieht soweit das auch ganz gut aus. Ich finde, es ist ein cooler hier Oldtimer-Mod. So her. Es gibt zwar hier heutzutage auch noch solche, die was gebaut werden, aber natürlich moderner. Lok, hier sehen wir, hier ist Lok fehlerfrei. Da haben wir hier keinen Fehler hier von diesem Mod drin. Ich hoffe, es hat dir hier mein kurzes Video hier über den Bucher TRL hier sehr gut gefallen. Wenn ja, schaut's doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.